das muss ich so und... Selbstzerstörungsanlage aktiviert. In 10 Minuten wird die Basis zerstört. Oh, cool. Das Personal wird umgehend evakuiert. Ich wiederhole. Lasst uns jetzt von hier verschwinden. Also 10 Minuten reichen dicke, ne? Es sei denn, wir bekommen noch einen Megaboss, der länger als 10 Minuten dauert. Warum musst du dich bewegen können? Es ist noch nicht vorbei. Was war das für ein Geräusch? Wir können euch nicht am Leben lassen. Was soll ich denn Elia sonst sagen? Sie wird mich dafür bestrafen. Hey Leute, seid ihr bereit? Jawohl. Jawohl. Okay, zeigt, was ihr könnt. Ich darf nicht die GFs nutzen. Dauert nämlich lang. Zehn Minuten, schammelige Dinge. Okay. Außer Quetzalcoatl. LOL, ich kann den schneller machen, aber die Zeit geht nicht schneller weg. Aber wie cool. Okay, es ist schon unfair. Aber hey, er bewegt sich genauso schnell wie er. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Zeit gleich bleibt. Es war bloß ein Zylinder.
Ich will halt nur die lästigen Sequenzen nicht sehen. Ansonsten läuft die Zeit normal. LOL! Ich kann ja immer noch verlieren, ne? Kommt gar nicht in Frage. So, auf geht's, Beschwörung! Eigentlich in der Zeit nicht möglich, das zu schaffen, ne? Alter, was ist das denn für eine... Okay, das war's. Oder ist er jetzt hin? Bams, alle kampfunfähig. Alter, was ist das für eine Attacke? One Hit! Was ist das? Machen wir das gleiche nochmal. Aber wir beschleunigen das Ganze. Damit es schneller geht. Ja. Nein, dann wollte ich doch nicht nochmal. Naja, ich habe jetzt nicht dran gedacht, dass der Fall so ewig lang geht.
was mache ich nicht? Ich wüsste nicht mal wie. Ich habe jetzt auch verloren, weil ich so auf Speed gemacht habe. Sonst hätte ich mich besser vorbereitet. Scheiße, das ganze Team ist mir scheißegal. Ich hätte ein Zelt nutzen können. Machen wir alles mal ein bisschen schneller. Geschwindigkeit brauche ich noch, um halt so bla bla bla. Also ich weiß, dass es keine Trophy in der Hinsicht gibt. Mal 40. Ja, wo ist denn der Speicherpunkt? Man kann ja hier keine Sequenz mitnehmen, deswegen ist das die schnelle Methode. Wie die abbauen! Los, mach mal. Oh, das geht nicht schneller. Okay. Ja, aber wie schnell die gerannt sind durch diesen Beschleunigungsknopf. Jetzt kann ich auch hier das machen. Bin nicht mehr so auf Zeitdruck. Ich weiß noch nicht, ob er jetzt magisch oder... Ich denke mal, beides wäre jetzt sinnvoll.
Angriff. So, das lassen wir jetzt wieder schnell durchlaufen hier. Wie gesagt, obwohl kann ich den? Nee, ich kann den glaube ich nicht lösen. Ich habe bei dem noch keinen Anfeuer mehr gemacht. Obwohl. Die GF-Angriffe sind hier in einem Bosskampf vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Na, ist ja egal. Hauptsache, ich habe jetzt beides gemacht, weil der macht beide Angriffe. Er macht sowohl physischen als auch magischen Schaden, glaube ich. Weil ich muss ja nur einfach den One-Hit verhindern. Ja, ist scheißegal, der macht 800 Schaden, was soll ich dagegen machen? So, jetzt überlebt er das auch. Was ist erloschen? Okay, beides ist von Selfie erloschen. Von Xel ja auch, der ist ja gestorben. Scheiße.
Okay, Selfie hält das so oder so nicht aus. Scheiße. Das geht durch die Verteidigung. Okay. Mach schnell dein GF. GF down, GF down. Dann los geht's. Attacke. Bams. Ciao, Selfie. Die brauchst du nur wiederbeleben, also. Da ist es sinnlos zu heilen. Die Strahlenkanone geht durch die Verteidigung. Das bringt alles nichts. Durch die Shell und durch Protest. Alter, warum ist das so starr? Stirb! Komm, Duell. Die Steuerung ist von Spaß? Okay. Also in 10 Minuten hätten wir es nicht geschafft. Heiß. Jetzt können die mir gar nichts mehr. Nein! Ist ja jetzt sinnlos. Scheiße Überhitzung. Was sollen wir machen, Sir? Es lässt sich nicht mehr steuern. Wir reparieren das Ding später. Ich muss also mehr High Potions kaufen. Oh, komm, leider noch mal ein bisschen. Angriff. Selfie hat ja keinen HP Bonus. Peitsch sie aus, jawohl. Waffen Juni, jawoll. Aber ich glaube nicht das, was ich brauche. Ich brauche einen Laden. GF mit einem Laden. Ich weiß nur nicht mehr, welche das war, aber ich glaube, ich habe so einen noch nicht. Wow, jetzt haben wir unendlich Zeit, ne? Warum gehen wir?
Ja, und jetzt? Zurück. Das Ding versperrt mir doch gerade den Weg. Sind wir eingesperrt? Zeneta wird es schon irgendwie richten. Ob er sich um das Schulfest kümmern wird? Nein, nein. Das kann ich von ihm nicht erwarten. Ha! Jetzt ist das vorbei. Heute ist also der Tag. Seit ich angefangen habe zu kämpfen, war ich darauf vorbereitet. Aber wenn ich daran denke, dass dies das Ende ist. Scheiße. Warum hat er mich ausgewählt? Wusste er, dass es so kommt? Was redet ihr denn da? Zeneta hat uns hergeschickt, weil er uns vertraut hat. Da bin ich mir ganz sicher. Er war überzeugt davon, dass wir die Mission erfolgreich erfüllen. Nicht wahr, Zeneta? Okay, ich würde mal sagen, RIP. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, Sephi hat es geschafft. Obwohl die Raketen könnten trotzdem. Wir müssen direkt das Hit Bescheid sagen. Ja, RIP Raketencrew. Tempo, Tempo! Hat die Evakuierung schon begonnen? Findet direkt das Hit, egal ob lebendig oder tot. Los, los, fangt Direktor Sid! Den Direktor? Los, los, fangt. Warum lebend oder tot? Wie radikal! Ihr Monster! Was ist das denn hier? Das sind die Monster aus dem Trainingsraum. Die Tank Crew, hä? Haben die noch was Neues zu zählen? Nein, nicht Betäubung, nein! Ach. Gute Nacht, Team! Ja, prügel mich wieder wach. Hier, komm, kriegst einen Scheitel gezogen. Ups, das war nicht schnell genug. Ja, mach Blake wach.